Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf der Erlengrad. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und hier mit dabei bist. Ja, wir sehen, ein neuer Tag beginnt und es regnet mal nicht. Aber wir sehen schon, unsere Wiese ist schon wieder richtig gut gewachsen. Also da können wir dann quasi, wenn wir jetzt hier unsere Stellageballen gefahren haben, können wir auch gleich anfangen und hier die Wiese wieder mähen. Momentan ist der Kurs natürlich bei der Scheune auch wieder etwas gestiegen. Und zwar ist jetzt der Kurs 262. Ist jetzt nicht viel, aber das macht mit Sicherheit einiges schon aus. Gut, ich würde sagen, wir fahren jetzt hier die 24 Silage-Rundballen erstmal weg zur Scheune. Und ja, bin ich mal gespannt, was hier so rauskommt. So, starten wir mal den Motor. Und machen auch gleich jetzt hier die Tür zu. Und dann würde ich sagen, jetzt fahren wir erstmal los. Schauen mal, was hier rauskommt. Und ja, dann können wir uns nochmal um unsere Wiese kümmern. Können wir da gleich anfangen und die Wiese wieder mähen. Also das ist jetzt momentan so ein bisschen, das kommt mir immer so vor, als ob wir hier nur immer das Gleiche machen. Aber wir müssen ja natürlich auch erstmal noch ein bisschen Geld verdienen. Also unsere Felder sind ja wie gesagt auch fertig. Also quasi erntereif, aber ja, so das gewisse Kleingeld fehlt noch für die ganzen Maschinen. Die sind natürlich auch nicht billig. Auch wenn wir uns die nur mieten. Ich glaube, für die Baumwolltechnik der Ernte oder für jedenfalls, wenn wir uns den mieten, da legen wir schon mal ganz locker, glaube ich, 23.000 oder 24.000 Euro hin. Und das ist ja nicht das Einzige, was wir brauchen. Wir brauchen ja auch noch den passenden Enger dazu, um dann natürlich die Baumwolle zu transportieren. Also das müssen wir uns ja auch noch mieten und deswegen lieber jetzt hier noch ein bisschen Geld machen mit Grassilage. Das können wir ja wirklich jeden Tag machen. So, fahren wir einmal hier rein. Mittlerweile kennen wir ja hier die Strecke eigentlich schon blind. Aber ja, es lohnt sich wirklich hier auf der Erlengrad mit Silage richtig Geld zu machen. Ja, das war mir klar. So. Und dann fahren wir einmal hier rum wieder. Und gehen auch mal in die Außenansicht. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was hier so rauskommt. 24 Grassilageballen haben wir jetzt hier wieder drauf. Und jetzt drücken wir mal Z wieder und laden hier das Ganze ab. Schauen wir mal, was hier so rauskommt. So. Und dann haben wir ja auf jeden Fall 26.000 verdient und noch ein bisschen was. 21.846 plus 4.369. Also das hat sich auf jeden Fall heute wieder gelohnt. Und ja, was der Kurs so ausmacht. Beim letzten Mal hatte ich ja gesagt, wir hatten an die 243 oder 242 und jetzt haben wir 262. Also das macht auf jeden Fall schon mal 2.000-3.000 Euro aus. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gedacht. So, gehen wir mal wieder in die Innenansicht. Ja, bin ich jetzt echt so ein bisschen sprachlos. Ich dachte so, ja, es wird jetzt hier ein Tausender mehr sein als wie beim letzten Mal, aber ja, das lohnt sich. Ich hoffe, der Preis oder der Kurs geht auch noch ein bisschen höher wieder, so dass wir dann wirklich mal wieder richtig Geld verdienen. Aber jetzt momentan haben wir ja 179.000. Das sieht ganz gut aus. So, fahren wir einmal hier wieder rein. Ja, und ich würde sagen, auch den Schwader, den ich mir ja gemietet habe, den werde ich natürlich auch kaufen. Den werden wir ja jetzt erstmal öfters brauchen. Ja, und den Hänger jetzt hier, um die Rundballen aufzuladen, den
Habe ich mir ja auch nur gemietet. Ja, da müssen wir halt noch ein bisschen sparen, um uns den mal zu leisten. So, ich würde sagen, die stellen wir jetzt einfach mal hier hin. So, machen das Ganze auch gleich ab. Und ja, bewaffnen uns jetzt hier quasi mit unserem Mähwerk für die Wiese. Wir werden jetzt hier gleich alles dranhängen und dann auch gleich losstarten. So, einmal hier rum. Ja, hier vorne liegt er doch. So, einmal dran. Und dann fahren wir hier einmal rückwärts. Schauen wir mal. Ja, hier ist das große Mähwerk. Das werden wir jetzt gleich hier dran machen. Ja, und dann fahren wir jetzt erstmal los zur Wiese und werden da jetzt erstmal wieder die Wiese mähen. So. Und dann schauen wir uns das Ganze mal in der Außensicht an. Klappen wir hier schon mal alles auf. Und schalten auch gleich alles ein. Einmal runde das Ganze. So. Und dann geht das Ganze hier wieder los. Ja, aber schon, ich muss echt sagen, das ist echt eine gute Einnahmequelle. Grassilage. Und ja, so viel brauchen wir ja eigentlich nicht für unsere Tiere. Also da reicht das Ganze, wenn wir immer mal so, ja, weiß nicht, 3-4 Rundballen beiseite legen. Für unsere Tiere. Also so viel brauchen wir auf unseren Hof jedenfalls nicht. So, ich sehe da hinten liegen auch noch ein paar Grassilageballen. Ich glaube, das dürfen 4 Stück noch sein, die dann auf den Hänger nicht mehr drauf gepasst haben. Aber die können wir dann natürlich auch beim nächsten Mal mitnehmen und dann auch verkaufen. So, haben wir wieder hier richtig zu tun auf unsere Wiese. Auch wenn jetzt momentan sowas erstmal viel ansteht, finde ich das Ganze trotzdem noch sehr interessant, wie sich der Kurs immer entwickelt für die Grassilage und was das Ganze so manchmal ausmacht, wenn der Kurs mal etwas nach oben geht. So, ja, und außerdem ist das hier wirklich eine lukrative Einnahme, Grassilage zu verkaufen, weil das haben wir ja hier wirklich jeden Tag auf der Erlenkrad. Wir können quasi jeden Tag das Gras mähen und somit haben wir eigentlich jeden Tag Einnahmen durch die Grassilage. So, fahren wir einmal hier rum. Ja, momentan unser Kontostand. Momentan sieht das Ganze ganz gut aus. Und vor allem, wir haben ja keinen Kredit aufgenommen. Wir haben uns hier wirklich unsere ganzen Maschinen und alles Mögliche, was wir hier haben, selbst verdient quasi. Durch die ganzen Produktionen von unseren Tieren, Futter herstellen und natürlich auch Milch verkaufen. Also da kommt man auch schon irgendwann zu seinem Ziel. Natürlich dauert das Ganze natürlich etwas länger, wenn man jetzt hier keinen Kredit aufnimmt auf der Erlenkrad. Aber es war, ja, ich muss echt sagen, es war jetzt ein langer Weg. Wir haben auch schon an die 40 Folgen hier verbracht. Und ja, schauen wir mal, was hier noch so rauskommt von unseren Feldern, wo wir
Baumwolle angepflanzt haben. Da bin ich auch mal gespannt, was da so noch rauskommt. Ich schätze ja mal so am Ende vielleicht, ja, weiß ich nicht. Also ich kann das auch momentan schlecht einschätzen. Also von der Baumwolle schätze ich ja schon mal so an die 80.000 oder sowas, was wir da verdienen. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen, wenn das Ganze dann so weit losgeht. Gut, ja. Ich werde jetzt hier das auf jeden Fall noch fertig machen und werden jetzt hier nochmal eine Bahn langfahren. Und wie gesagt, ich werde das dann auch hier komplett fertig machen. Werde quasi auch gleich wieder alles schwadern. Und beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall erstmal die Grasballen erstmal wieder wickeln. Und dann schauen wir einfach mal, wie da dann der Kurs ist. Ob der Kurs dann auch wieder ein bisschen gestiegen ist. Da lassen wir uns einfach mal überraschen, wie das Ganze am nächsten Tag ist. Ja, und sicherlich können wir auch dann auch mal wieder Milch verkaufen. Das lohnt sich auf jeden Fall auch. Ganz gut. Da muss ich auch mal aktuell schauen, was wir da so momentan haben. Was die Kühe da schon wieder produziert haben. Und ja, natürlich werde ich auch wieder Butter produzieren. Das lohnt sich auch ganz gut auf der Erlengrad. Da bekommt man auch mal ganz locker schnell 10.000 Euro oder auch mehr. Es kommt immer drauf an, wie der Kurs gerade ist. Aber das sind alles so Produktionen, die sich auf jeden Fall lohnen. Gut. Ich würde sagen, ich halte jetzt hier erstmal an. Wir schalten mal hier alles aus. So, und steigen jetzt hier mal aus und wie gesagt, ich werde das hier komplett hier alles fertig machen und natürlich auch gleich schwadern, so dass wir dann bei der nächsten Folge gleich anfangen können und können hier unsere Grasballen wickeln. Gut, ja, und das soll es auch gewesen sein von dieser Folge. Abonnier doch meinen Kanal und lasse natürlich auch ein Däumchen da, wenn dir das Ganze gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ich bin raus. Tschüss, macht's gut.